Ja, servus Leute, willkommen bei World of Warcraft. Ja, das ist ein kleiner Bonus-Part, muss ich sagen. Der wird auch nicht sehr lange dauern. Ich habe eine Entscheidung getroffen, was meinen Paladin angeht. Meinen Level 87 Paladin, den wir ja im letzten Part... Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich das Video hochlade. Wahrscheinlich erst nach dem... Vorerst letzten Part, den ich jetzt vor diesem Video aufgenommen habe, wahrscheinlich Part, keine Ahnung, Part 29, 30 oder so. Sag mal 29, ist ja egal. Ich habe die jetzt noch nicht gerendert, aber ihr wisst es vielleicht schon, keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal auf den Server und ich werde es euch einfach mal zeigen. Und ja, ich habe den Fraktionswechsel eingeleitet, dass ich wieder zurück zur Horde wechsle. Da werdet ihr natürlich jetzt denken, du Idiot, 25 Euro zum Fenster rausgeschmissen. Naja, ich kann es mir mal leisten, sagen wir es mal so. So, das werden wir jetzt auch tun, das werde ich hier mal zeigen. Ich zeige jetzt einfach mal, ne? Hier, Fraktionswechsel, das sieht so aus. Ist ja fast wie ein Tutorial hier. Und ja, da klickt man. Man kann natürlich jetzt auch nebenbei noch spielen, wenn man will, aber man kann hier, klickt dann hier drauf und dann landet man hier. Da kann man sich natürlich jetzt als Paladin natürlich nur zwei Völker bei der Horde aussuchen. Entweder die Tauren oder die Blutelfen. Und weil mir die Blutelfen schon zum Hals raushängen, werde ich natürlich die Tauren nehmen. Weil ich war früher mal Blutelfe, ja, und jetzt werden wir die Tauren nehmen. Aber ich werde nicht weiblich sein, nein, ich mache einen männlichen Tauren. Okay, ich habe nichts gegen weibliche, aber... Naja. Naja, ne? Naja. Die Tauren männlich sind doch aber... Besonders die Schultern. Ne? Guck dir die Schultern an. Ah. Ihr wisst schon, was ich meine. Die sehen wegen pompöser aus. Okay, das Schwert ist eigentlich gleich, oder? Na, geht an. Jetzt sind Blutelfen natürlich... Okay, lassen wir es bei dem hier. So, das haben wir jetzt gewählt. Natürlich können wir hier nichts auswählen, weil wir sind ja nur Paladin. Ne? Wir sind ja Paladin. Hier kann man noch mehr Infos anrufen, aufrufen. Zum Paladin. Zum Tauren. Ja, der Taurer hat, ich glaube, der Widerstand gegen Naturschaden zum Beispiel. Und maximal Gesundheit erhöht, weil der hat irgendwie, keine Ahnung, wie viel Prozent es sind. 5 oder 1% oder so mehr Gesundheit als alle anderen Völker der Welt. Ja, aber das ist ja eh unwichtig. So, dann werden wir mal auf Anpassen gehen. Ja, auf Anpassen. So, da kann ich natürlich jetzt meinen Namen ändern, aber den werde ich so lassen, weil... Ich meine, ich würde mich zwar gerne Alu ohne Apostroph nennen, aber Alu ohne Apostroph ist schon vergeben. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir das hier machen, ne? Dass man das hier... Also hier, das ist natürlich... Ich habe es euch ja schon mal gezeigt bei meinem... Bei meinem Pandaren. Das haben sie viel besser gelöst. Oh, richtig schwarzer Taure, ja? Naja... Ich meine, das sieht man jetzt nicht wegen dem Fummel, den ich da habe. Aber wir können auch mal nach unten gehen. Da haben wir noch ein paar weißere. Aber weiß sieht richtig scheiße aus, ey. Ohne Scheiß. Oh, so ein schöner brauner. Naja. Naja. Hier sieht's gar nicht. Oh, an den Füßen kann man es natürlich auch sehen. An den Händen sieht man ja gar nichts. Am Schwanz kann man es, glaube ich, auch sehen, oder? Ja. Ich glaube, wir würden den Schwarzen hier nehmen. Machen wir das mal. Machen wir mal Gesicht jetzt. Jetzt kommen wir auch näher ran. Oh. So, da gucken wir mal durch. Ich meine, ich will jetzt nicht so... Ich möchte jetzt nicht der Clown des Servers werden. Aber so viele Gesichter gibt es gar nicht, ne? Es gibt das. 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 Oder das. Oh, da sehen die Nasenlöcher so groß aus, ne? Sieht aus wie ein Schwein. Oh, da sehe ich eigentlich recht freundlich aus. Na, ich glaube, ich werde das nehmen. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Nicht so viele Falten. Obwohl die Tauren ja nie sehr freundlich aussehen. Horn, ne? Das Horn ist natürlich das Wichtigste an so einem Tauren. Da sehe ich aus wie ein... Naja. Wie ein schöner Zuchtbulle. Oh, guckt euch die mickrigen Hörnchen an. Sehe ich aus wie ein Waisenkind.
nicht wie ein Waisenkind, wie ein, keine Ahnung, wie so ein Mönch im Kloster, der verkümmerte Hörnchen hat. Nee, das sieht scheiße aus. Oh, im Krieg, das Horn verloren. Na, oh, zwei gleich. Oh, das hier, Stier. Na, oh, das sieht krass aus. Aber nee, wir haben ja noch andere, wir haben ja noch andere. Zum Beispiel das hier. Den italienischen Style. Nein. Und das hier, den spanischen Style. Oh, das wäre eigentlich für einen Tank so richtig voll in den Kampf. Das da hier so mit Gold verziert. Oder der defensivere Part. Sieht irgendwie defensiv aus, ne? Dann das hier. Ja. Na, ja, das sieht... Oh, komm, das sieht aus wie verlängerte Ohren. Das sieht richtig scheiße aus. Doch, mit Ring. Ich meine, die kann man im Spiel auch ändern, ne? Beim Friseur, glaube ich. Aber eigentlich fand ich jetzt... Und die fand ich gut, oder... Die. Ich glaube, ich werde die nehmen. Genau, machen wir die. Ja, Hornfarbe können wir jetzt auch noch machen. Und die können wir schwarz machen, oder so, oder so. Ich glaube, ich werde sie so machen. So ein bisschen bräunlich und so geht. So, Bärde, im Moment haben wir ja kein Bord. Wow. Oh, das sieht scheiße aus. Mit dem Ring da. Ich glaube, ich werde das nehmen. Sowas gefällt mir immer gut. So zwei Locken rechts und links und dann vorne das Schirm. Kinn noch. Sieht super aus. So. Dann mache ich mal fertig, ne? Sind Sie sicher, dass Sie die Änderung Ihres Charakters abschließen möchten? Wollen? Gut, wir heißen immer noch Alu. Wir sind jetzt ein Taure und wir sehen einfach mal richtig krass aus. Ja. Boah, der Helm sieht scheiße aus, ey. Aber den habe ich mir neu angelegt, weil ich habe ja mein Inventar mal geklärt. Und ja. Schauen wir doch gleich mal, wo wir rauskommen, Leute. Ne? Ich meine, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, wir haben noch Menge Zeit. Ich bin jetzt 7 Minuten auf Sendung mit dem Spezialpart. Ich möchte aber versuchen, dass wir unter 10 Minuten bleiben, weil sonst dauert es immer ewig zum Hochladen und es ist ja kein Part, den ihr euch hier so angucken wollt, sag ich mal so. Oh shit, ich hab Post. Oh Gott, ich bin in Donnerfels. Stimmt. Ich lande ja als Taure im Donnerfels. Oh Gott, am Arsch der Welt gelandet. Soll ich den jetzt zur Post bekommen? Ey. Bier des Monats. Das habe ich doch schon. Klasse. Oh, jetzt leckt's gerade. Oh. Na, wir haben natürlich jetzt keine Gilde. Oh shit. Gerade ist ja richtig übel am Lecken. Oh, ich habe sogar zwei Plätze frei. Übrigens, Kunde, kann man jetzt ab Level 81 sogar 50.000 Gold mit rübernehmen. 50.000? Ja, das haben sie auch geändert. Das wusste ich gar nicht. Ups, falsche Taste. Klick mal wieder total blöd rum. So Leute, ich mache jetzt hier Schluss und wir sehen uns dann, ja, wir sehen uns dann halt wieder dort, wo wir weiterquesten, sag ich mal. Und ich werde mich vielleicht zwischenzeitlich mal einer neuen Gilde anschließen, mal gucken, was sich so ergibt, weil da ein paar Jungs wieder angefangen haben, die ich kenne. Mal sehen, vielleicht komme ich dort rein, mal gucken. Also Leute, bis zum nächsten offiziellen Part von World of Warcraft. Ciao.